for this. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeige mir dein Schlafzimmer und ich sage dir, was darin abgeht. Warum ich das mache? Weil ich Sexologin bei Orion bin und mich ein kleines bisschen damit auskenne, was eventuell in verschiedenen Schlafzimmern rund um Deutschland, Österreich und Schweiz und auch Skandinavien abgeht. Los geht's! Wow, da waren mal wieder einige sehr kreativ und haben sich ein sehr interessantes Schlafzimmer rausgesucht. So, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer von einem Pärchen. Und das Pärchen ist nicht mehr so jung. Die sind gut Ende 40, wenn nicht schon Mitte 50, lieben Urlaub. Also in Urlauben hatten sie immer ihren allerbesten Knickknack überhaupt und vor allen Dingen verreisen sie sehr gerne nach Thailand. Also mindestens alle 2 Jahre muss Thailand drin sein, weil das hebt einfach ihre Stimmung. Also wenn sie da den ganzen Tag im warmen Wasser gebadet haben und danach dann abends verschwitzt ins Zimmer kommen, dann geht es immer ab und dieses Gefühl wollten sie sich auch nach Hause holen und haben deswegen ihr Schlafzimmer so eingerichtet. Interessante Nachttischschubkästen. Da kann man ja nicht allzu viel drinne unterbringen, ne? Also doch kann man, aber man sieht es dann ja direkt. Wobei, das sind auch nicht solche übermäßigen Toy-Liebhaber. Also sie haben auf jeden Fall, haben sie Gleitgel immer dabei, weil gerade so, wenn es ein bisschen Wasser ja so ist, ja nicht so ganz so flutschig. Da hilft ja Gleitgel immer noch ein kleines bisschen mehr. Ansonsten haben sie zwar diese Bambusstäbe, aber so auch Fesselspielchen sind nicht ihrs. Also, das darf schon recht klassisch, knickknackmäßig abgehen. Sie haben immer noch regelmäßig Knickknack, aber nicht mehr so doll wie vor 10 Jahren. Also so einmal in der Woche, manchmal fällt es auch aus, weil der Tatort doch spannender war. Und dann lässt man es halt bleiben. Deswegen Toys, so ein bisschen, er hat so ein geheimes Fach, wo er dann mal zwischendurch so einen kleinen Masturbator hat, um so ein bisschen Spaß zu haben. Sie hat zwar öfter schon gehört, Freundinnen haben vom Womanizer erzählt und haben sich gesagt, darüber denkt sie schon nach, aber sie weiß noch nicht so richtig, wie sie es ihrem Mann sagen soll, dass sie das gerne mal ausprobieren wollte. Hat die schon erzählt, dass ich glaube, dass es ein heterosexuelles Pärchen ist? Weil das glaube ich schon. Also da ist keine Homo-Ehe, das ist ein Hetero-Pärchen. Ich finde es interessant, ich glaube, dass er manchmal so zwischendurch trägt er auch mal so einen knappen String. So einen, wo vorne alles so gut zusammengefasst ist, vielleicht auch mit so einem Reißverschluss, den man aufmachen kann und das macht sie ganz schön an. Früher sind sie ja auch noch in Saunaclubs gegangen. Das machen sie inzwischen nicht mehr. Also jetzt bleiben sie zu Hause. Übrigens, diese kleine Ecke dort neben dem einen Nachttischschrank, da glaube ich, also das ist die Seite, wo er schläft. Und da verbirgt sich, glaube ich, auch sein kleines geheimes Versteck, wo er dann immer mal wieder so ein bisschen rausholt. So einen kleinen Masturbator hat er da drin. Früher hatte er auch CDs, wo er sich so bestimmte Filmchen rein angeschaut hat. Jetzt macht er das online. Was aber übrigens deren Liebesleben überhaupt keinen Abbruch. Also das funktioniert nebeneinander her. Ja, also da bin ich mir diesmal hundertprozentig sicher. Ich meine, ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch glaubt. Weil jetzt kommt die Auflösung.
schauen wir mal, was wird. Erstelle mir ein Schlafzimmer von einem typischen Reisepärchen. Ich halt Profi, das immer unterwegs ist. Ja. Und wenn mal nicht, dann holen sie sich den Urlaub nach Hause. Habe ich gesagt. So auch im Schlafzimmer. Die beiden sind weltoffen und trotz der häufigen Reisen umweltbewusst unterwegs. Gut, habe ich nicht gesagt, aber wir sind uns einig. Toys gibt es nur aus Glas oder eco-friendly. Ja, das glaube ich bei meinem Pärchen nicht. Die beiden sind hetero und 30. Naja, also ich meine gut, okay, meine sind ein bisschen älter. Sind halt die Eltern von diesem Pärchen. Die haben die gleiche Einrichtung wie ihre Kinder. Ich finde, das zählt, oder? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, welches Schlafzimmer von welchem Pärchen ihr gerne mal sehen würdet. Und falls ihr auch ein interessantes Schlafzimmer habt oder das irgendwo schon mal gesehen habt, dann schickt uns sehr gerne Bilder davon. Ich analysiere sie und natürlich komplett anonym. Unten steht die Mailadresse. Das war's mit der heutigen Folge von Zeige mir dein Schlafzimmer und ich sage dir, was darin abgeht. Schaltet bitte auch nächste Woche ein.